Wusstet ihr, dass es einen elementaren Meister gibt, der einstmals in einer Wüste eine Elfenstadt angehoben haben soll? Ich bin mir sicher, Mendarion kann euch dazu mehr erzählen. Nun, mit Sicherheit. Ihr solltet euch einmal mit ihm unterhalten. Danke, aber nein, danke. Oh, und der ehemalige Alchemist ist wieder an Bord. Vielleicht hat er noch ein, zwei Tipps für euch. Serpentino bleibt im Gang stehen und guckt zu Lemin an. Capitania? Ich dachte, es wäre nicht klug, ihn in Selam zurückzulassen. Aber ich habe nicht vor, ihn mit in die Schlacht zu führen. Das ist gut. Entschuldigung, Herr Capitana, ich muss mal mit euch reden. Ja, Doktor? Demnächst sind ja alle Rechnungen abgeschlossen. Ich habe alles auch gesiegelt und gestempelt. Die Bürokratie liegt in eurer Kapitänskajüte. Und da jetzt ja auch die namenlosen Tage kommen und diese Seeschlacht, ich habe ja Glasknochen und ich glaube, es ist besser, wenn ich in Miamat bleibe. Keine Sorge, ich hatte nicht vor, euch dahin mit hineinzuziehen. Ich hoffe, dass ihr in Miamat bleibt und vielleicht helft ihr uns dann nach den namenlosen Tagen. Ja, beim Aufräumen, Mit den Handelshäusern zu verhandeln, wenn wir das Kopfgeld für die Plagenbringer einfordern. Ja, das kriege ich alles hin. Ich kenne da schon den einen oder anderen fiesen Trick. Aber das ist gut, dass ich dann in Miamat, ich passe dann auf das Kontor auf oder sowas. Wir schließen uns da ein und hoffen darauf, dass wenig Dämonen kommen und so. Wir haben ja nur einen Tempel. Konzentriert euch darauf, am Leben zu bleiben. Ich finde, wir hätten in den Monaten noch mehr Tempel bauen sollen. Wir haben immer nur diesen Boron-Tempel und der wird sicherlich sehr überlaufen sein. Aber na gut, wir kriegen das schon hin. Ich bin ja nicht da draußen bei euch, sondern in Miamat und hoffe, dass ihr es schafft, ne? Weil sonst ist es ja auch egal. Dann sterben wir eh alle. Rumpel? Ja. Mit Glasknochen kann man nicht schwimmen? Ich hatte in der Vergangenheit einige unglückliche Begegnungen mit euresgleichen. Aber ich muss sagen, ich habe euch ins Herz geschlossen. Ich hoffe sehr, dass ihr überlebt. Ich kann das sogar nachvollziehen. Also wir Gräume, unsere Art ist nicht für Menschen, sag ich mal so. Aber ich glaube, ich habe mich schon ganz gut gemacht, oder? Nun, vielleicht kennt ihr euch besonders gut mit Menschen aus. Ich denke jedenfalls, es war eine fruchtbare Zusammenarbeit. Ist der Zahnkobold immer noch an Bord hier? Nun, er geht gerade. Gut. Wisst ihr, was das Schöne ist? Am 3. Praios habe ich meinen 5. Geburtstag. Wir hoffen, dass ihr den 6. erlebt. Nun, es bringt Unglück, zu früh zu gratulieren. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Also hinterher tun. Ich wollte nur, dass ihr wisst, wenn ihr wollt, dass ich nicht so früh sterbe, dann kriegt das mit dem Splitter hin. Habt ihr schon die Zahlung angefordert für die Vernichtung der Dämonenarche in Borzornbrecht? Angefordert wurde sie bereits. Und? Naja, was soll ich denn machen? Ich bin schnell, aber die anderen nicht. Wir haben keine Gräume. Vielleicht sollt ihr diesem Brief etwas Nachdruck verleihen. Das kann ich sogar machen. Ich habe jetzt ja in Miamat ein bisschen Zeit. Kriege ich bis morgen hin. Wir hoffen doch nur darauf, dass wir alle sterben. Vermutlich. Ich werde das dann einfordern in eurem Namen und dann verwalten in eurem Namen. Ihr werdet feststellen, Capitania, dass die gemeinsame Wehrsetzung der Handelsinteressen des gesamten Kontinents ein schrecklicheres Ungeheuer sein könnte, als die Dämonenarche Plagenbringer. Nun, dann haben wir ja einen furchtlosen Kämpfer mit Rumpel an unserer Seite, der sich dieser bürokratischen Hydra entgegenstellt. Ich habe auch noch Cousins und Onkel, die sowas können. Die kann ich dann noch anwerben. Ich sag euch nicht, wo die wohnen, aber ich krieg Briefe geschrieben und dann machen wir sie richtig fertig mit unserer Kanzlei. Habt ihr auch einen Verwandten in Punin? Dazu sag ich nichts. Besser ist das.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit Gräumen gemacht. Aus Punin? Ja. Das verstehe ich nun gar nicht. Ja, er hat mal ein Waisenhaus angezündet. Es war kein Waisenhaus. Wenn ich mich recht entsinne, hat er sogar zwei Waisenhäuser angezündet. Genau, das war ein Elbow. Ja. Aber die kannte ich nur flüchtig, die sind nicht mit mir verwandt. Ihr dürft mal eine Menschenkenntnisprobe machen. Okay. Schwert um 12. Nö, ist mir egal. Ist mir egal, ist klar. Ich glaube ihm einfach. Also ich glaube ihm, ich interessiere mich nicht genug darüber. Ja, ist auch okay. Denn keine Ahnung, wen Abel mir. Die sind Abel mir alle miteinander nicht, verwandt. Wer Abel mir alles nicht mag, ist mir doch egal. Die sind alle miteinander verwandt. Ja, so könnt ihr in Miamat anlegen, das Schiff verteuern. Ja, Vorräte werdet ihr für zumindest 5 Tage an Bord bringen. Wenn ihr dann vielleicht nicht mehr zurück nach Miamat kommt, sondern auf See bleiben müsst, müsst ihr trotzdem irgendwann essen. Aber die Stimmung ist noch vorfreudig. Ihr könnt euch dann zurückziehen in das Kontor, was euch dann von Kukris gewiesen worden ist. Sind auch alle Schiffe anwesend, die anwesend sein sollen. Es ist ja mittlerweile eine ganze Menge. Und ja, an diesem späten Abend könnt ihr dann auch noch eintreffen bei den anderen Kapitänen, die dann eine große Ratsrunde haben. Könnt euch dann jeweils auf den Kapitänstuhl und dann die Beraterplätze dahinter fallen lassen. Und noch zuhören. Es ist natürlich schon viel diskutiert worden. Es stehen aber auch schon einige Krüge Bier vor den oder Wein vor den jeweiligen Kapitänen, je nachdem, was dann getrunken werden soll. Und so ist man gerade in einer großen Abschlussbesprechung. Es sind mehrere riesige Seekarten auf dem Tisch ausgebreitet. Es hängen auch an den Wänden weitere große Seekarten. Alle sind irgendwie beschriftet und bezeichnet, sodass man hier ja eine ganze Menge dann auch erkennen kann. Pelliope von Rathmus wird sich dann neben Zulamin so ein bisschen rüberlehnen. Möchtet ihr noch einmal eingewiesen werden auf das, was nun vor uns liegt, oder? Ja, bitte setzt mich in Kenntnis, was ihr bereits besprochen habt. Also gut, es gibt natürlich Optionen, wie man gegen eine solche Streitmacht segelt. Es werden viele Geleitschiffe von profaner Natur dort sein. Und wir werden Archen gegen uns haben und auch Geisterschiffe. Das Problem ist, wenn wir uns auf die profanen Schiffe konzentrieren, dann werden die Archen nach vorne schnellen mit ihren gewaltigen Beinen und die Feuerpause abpassen, um uns dann zu vernichten. Das bedeutet, dass wir tatsächlich die profanen Schiffe erst einmal, auch wenn sie viele sein mögen, liegen lassen müssen. Wir werden 3 Keile bilden. Ich sag einfach mal Talucken und all das, was klein ist, die Schoner. Wir haben einige wenige Korken aus Festum und so weiter. All das, was 2 Segel hat und nicht 3, wird in der Mitte segeln und die Hauptstreitmacht binden. Wir werden über den südlichen Pflock unsere Tri- und Bri-Remen, die dann gerudert werden, nach Süden bringen. Und sie werden einen großen Kreis fahren, um dann mit ihren Breitseiten vor allem die Dämonenarchen zu behaken, um sich dann wieder schnell gerudert aus der profanen Schlagkraft herauszubringen. Das wird selbstverständlich verlustbehaftet sein, aber sollten wir uns auf die nur profanen Schiffe konzentrieren, haben wir ein sehr viel größeres Problem. Wir müssen uns auf die Archen konzentrieren. Nun, und dann wird es eine weitere Spezialeinheit geben mit all denjenigen, die sich trauen. Sie werden nun so nah wie möglich ans Zentrum heranfahren, an das Zentrum des Strudels, der sich mittlerweile nach und nach gebildet hat. Er müsste direkt über Vajat liegen. Und ja, davon ist auszugehen. All diejenigen, die sich trauen und die sich nun ja berufen dazu fühlen, mit ihren Steuermännern oder aber mit herausragenden Kapitänen, die werden direkt auf den Mann, halt die Fresse. Wer war das, du ein Hund? Schon lange. Die werden direkt in das Zentrum hineinfahren, kurz vorher abdrehen und dann ihre eigene Breitseite präsentieren. Das wird zwar nicht viel sein, aber nun, aus unerwarteter Richtung. Sie werden sich nicht gut dagegen wehren können. Das werden die 3 Schlagpunkte sein. Nun, wie gesagt, die profanen Schiffe werden ein Problem sein, aber die Archen müssen als erstes fallen. Wir werden Verluste haben.
Das muss uns allen klar sein. Das einzige Schiff, was wir zurückhalten, ist die Glut von Garen. Wir hoffen, dass wir mit ihren Flaggen und ihrer Besatzung, die wir dann dementsprechend ausgerüstet haben, es so lange zurückhalten können, dass wir noch einen Fluchtplan haben. Ich glaube, Meister Boltax hatte davon berichtet, dass er das gerne machen würde. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, von dem Schiff runterzukommen, wenn wir das Herz zerstochen und Murudal und Palligan gefällt haben. Wer auch immer erfolgreich sein wird, denn das ist ja das Hauptziel für all diejenigen Helden, die es nach oben schaffen, die Glut von Garen wird unser Ausgang sein. Einer von möglichen. Wir haben versucht, eine ganze Bandbreite an Optionen zu evaluieren. Welche am Ende tatsächlich erfolgreich sein wird, wir müssen es sehen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass sie sich dann aus den Gefechten heraushält, über einen Bogen sich dann der anderen Streitmacht anschließt und nun dann hoffentlich in der Nähe der Plagenbringerin ist. So unser Plan. Wir haben noch ein weiteres Schiff, das möglicherweise an die Plagenbringer herankommt. Nicht wahr, Zulamin? Ja, ein weiteres Schiff, das nicht beschossen werden sollte. Es handelt sich um eine etwa 30 Schritt lange Arche. Lammgrün, wie der Sumpf. Ihre Kapitänin möchte sich uns anschließen und so seltsam es klingt, ich halte die Frau für vertrauenswürdig. Aber vielleicht sollten wir das erst noch zurückstellen und mit allen besprechen. Nun, ich vertraue zumindest auf eure Einschätzung. Immerhin hat euer ehemaliger Kapitän Abelmeer auch eine Dämonenarche geführt. Nicht wahr? Nun ja, nicht ich selber, sondern ein verblichener Freund führte die Arche. Ich würde euch zumindest nicht als bösartig klassifizieren, daher, nun, wenn Zulamin der Meinung ist, dass man dieser Kapitänin vertrauen kann, immerhin ist das eine Frau, dann, nun, warum nicht? Nun, wenn wir sie nicht einladen, läuft sie zum Feind über. Das wollen wir sicherlich nicht. Das ist eine Erpressung. Nun, ist eine Option, die wir ergreifen sollten. Es ist in gewisser Hinsicht eine Erpressung, aber ich denke, dass es für uns weniger schlimm wäre, eine weitere und nicht einmal besonders große Arche gegen uns zu haben, im Vergleich zu dem Gewinn, den es mit sich bringt, wenn sie auf unserer Seite wäre. Denn, nun ja, Palligan wird sicher davon ausgehen, dass die Arche auf seiner Seite steht. Tja, das kann tatsächlich gut sein für uns. Vor allem, wenn wir so bedenken, dass eine Arche nun um die 20 Schiffe, ja doch, ich denke schon, um die 20 Schiffe vernichten kann und dann habe ich doch lieber eine Arche auf unserer Seite als auf deren. So war auch unsere Überlegung. Das ist tatsächlich eine Neuigkeit. Wollt ihr offen zu all den Kapitänen sprechen oder wollt ihr es morgen tun? Immerhin, wir haben morgen das Lichterfest. Da haben die Kinder schon Kerzen gegossen den ganzen Tag über und ihre kleinen Zettelchen präpariert. Ich glaube, je eher alle Bescheid wissen, desto besser. Ich denke auch. Nun dann, verschafft euch Gehör. Kapitäne? Was denn? Es gibt einige Informationen, die ich gerne noch mit euch teilen möchte. Damit sie in unseren Schlachtplänen Berücksichtigung finden können. Wir haben mit jemandem gesprochen. Einer Kapitänin namens Tulmyria. Sie verfügt über eine Arche. Keine besonders große Arche. Doch sie möchte gerne auf unserer Seite kämpfen, weil sie mit Paligans und Murudals Plänen eines Meers der Finsternis auch nicht so besonders glücklich ist. Ich stehe diesem Vorschlag positiv gegenüber. Ich denke, sie könnte ein Gewinn sein. Und sie macht, so seltsam das klingt, einen vertrauenswürdigen Eindruck. Und sie,
Verzeiht die Frage. Will sie uns in Miamat anschließen? Wollen wir eine Arche in diesem Hafen dulden? Nein, wir denken, das wäre keine gute Idee. Denn der größte Vorteil dieser Arche liegt nicht in ihrer Kampfkraft, sondern darin, dass der Feind sie als eine der ihren anerkennen wird. Von daher sollte sie sich nicht mit uns im Hafen von Miamat befinden, sondern zum richtigen Zeitpunkt zu uns stoßen. Und uns gegebenenfalls an Bord der Plagenbringer bringen. Wie erkennen wir sie? Abelmir, ich denke, ihr könnt sie am besten beschreiben. Nun, stellt euch eine 30 Schritt große Spinne vor, die sich hervorragend in den Mangroven tarnen kann. Sie hat ein holzartiges Aussehen, mit einem großen Maul an der Spitze. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, Nein. Ihr seid Archenkapitän und Experte und habt eure Magusarbeit darüber geschrieben. Und jetzt fabuliert ihr über das Aussehen einer solchen Arche wie jedes andere auch. Jetzt sagt ihr uns als nächstes sagt ihr mir auch, dass sie 8 Beine hat. Die Tarsalglieder sind in einer antizentrischen Konspiration zueinander angeordnet. Das ist wohl das Offensichtlichste, anhand dessen man die Arche wohl erkennen kann. Aber mir, das wollt ihr bestimmt sagen. Keine Ahnung, was der Zweck da gerade fabuliert. Gib dem lieber ein Bier. Hoffentlich. Sie ist etwa 30 Schritt lang und wie Abel mir sagte, schlammgrün. Sie ist außerordentlich gut getarnt im Sumpf, aber ich denke, draußen auf der See wird sie deutlich zu erkennen sein. Al-Abra erhebt sich. Hier kannst du ihn unter seinem Kopftuch erkennen, an der blutigen Träne, die unter seinem Auge herunterläuft. Ihr sagtet etwas von einer Frau. Eine Kapitana? Tulmiria, in der Tat. Man kann einer Frau nicht vertrauen. Ach, bitte. Disqualifiziert euch nicht selbst. Wenn ihr Einwände habt, dann bringt bitte Rationale vor. Man kann dieser Frau nicht vertrauen. Kennt ihr sie? Sie überfiel unsere Schiffe in den Mangrovendeltas. Nicht hier. Aber etwas weiter von hier aus im Osten. Nun, das ist durchaus vorstellbar. Aber einige, die heute zusammen im Bund der Wogen segeln, hätten an einem anderen Tag noch gegeneinander gekämpft. Dabei blickt er einmal rüber zu Ben Harkir, wirft ihm einen wütenden Blick zu. Das Meer der Finsternis bedroht uns alle. Und das ist eine weitere Information, die ich in diese Runde einbringen möchte. Ich habe meine Göttin um eine Vision gebeten. Und sie war, sagen wir, detailliert. Ich sah darin, wie die Plagenbringer nicht nur das Wasser zerteilt, sondern die Sphären selbst. Und ich sah, wie das schwarze Wasser jede einzelne Sphäre flutete. Das bedeutet, falls irgendjemandem das nicht klar sein sollte, dass selbst das Totenreich betroffen ist. Selbst Alvaran ist betroffen. Nur damit sich alle im Klaren darüber sind, wie die Tragweite dieser Ereignisse aussieht. Habt ihr etwas zu viel Chiriacha geraucht, Frau? Nun, meine Kirche billigt den Einsatz dieser Droge nicht, weil sie die Sinne für abstumpft. Also nein. Habe ich nicht. Außerdem habe ich recht präzise Einblicke in die Lokalitäten und den Aufbau der Plagenbringer selbst erhalten, die uns, denke ich, bei der Orientierung auf der Arche von großem Nutzen sein werden. Aber da ich nicht annehme, dass außer uns jemand sich auf den Weg dorthin machen wird, werde ich das mit dem Stoßtrupp besprechen. Nur für den Fall, dass ich fallen sollte, bevor wir von diesem Wissen Gebrauch machen können. Du kannst sehen, wie sich Dagon Lolona erhebt. Teilt diese Information doch mit allen von uns. Oder glaubt ihr, ihr seid etwas Besseres? Nein, ich wollte die Zeit der Kapitäne nicht verschwenden, aber wenn ihr daran Interesse habt, bitte. Nun,
Ich denke, der Steuerbaum wird leicht zu finden sein. Er ragt über das Deck hinaus. Ihr alle werdet ihn schon von Weitem sehen können. Die Pyramide befindet sich am anderen Ende. Doch ich konnte auch das Innere sehen. Die Steuerfrauen. Sie wirkten nicht nur hölzern, sondern auch nicht menschlich. Insektoid. Ich konnte eine erkennen, sie hatte einen Unterleib oder Hinterleib, ähnlich wie eine Ameise, der mit der Ache verwachsen war. Eine neue Galeonsfigur für meine Schiffe. Und es gab weitere Kreaturen, die zumindest ähnlich waren. Sie krabbelten am Stamm nach oben und unten. Hier könnte es einen Weg ins Innere der Ache geben, hinunter zum Herz. Ich habe auch das Herz gesehen. Es ist, wie zu erwarten, riesig. Doch dort befindet sich auch ein Altar. Wir gehen davon aus, dass ein Ritual stattfinden wird. Vielleicht kommt diesem Altar darin irgendeine Rolle zu. Er ist also ein mögliches Ziel. Also gut, also, wir stürmen den Baum und lassen uns am Stamm runter in die Eingeweide und von dort aus in die Herzkammer. Wir sollten ja nicht an Deck sein. Das große Auge wacht über das Schiff. Wenn ihr es erblickt, verfallt ihr in den Wahnsinn. Hütet euch vor ihm. Ich habe den Wahnsinn gesehen, Horasia. Ich habe den Wahnsinn an meine Schiffe genagelt. Ich habe euch diese Warnung überbracht. Macht damit, was ihr wollt. Ich habe euch gewarnt. Ja, wenn du tot bist, werde ich deine Haut an mein Boot schlagen. Mit welchen Armen? Horasia. Die Adern der Arche singen den Namen Bahamuts. Es ist nicht davon auszugehen, dass es sich bei der Pyramide und dem Auge nur um einen Aufbau handelt. Ich denke, das ganze Schiff ist davon durchdrungen. Was zumindest hoffen lässt, wenn wir das Schiff zerstören, dass dann auch die Präsenz Bahamuts weichen wird. Sanin erhebt sich, legt seine schweren Arme auf den Tisch, beziehungsweise seine Hände auf den Tisch vor sich, und es ist wie ein Monument, was dort sich erhoben jetzt hat. Seine Präsenz ist einfach den Raum flutend. Hab Dank, Kapitane, für eure Informationen. An jeder, der sich berufen fühlt, die Arche zu entern, soll auf eigenes Gutdünken mit diesen Informationen handeln. Die Vernichtung des Splitters, die Vernichtung von Darian Palligan und von seinem Zaubermeister hat oberste Priorität. Sollten wir uns an Bord nun gemeinsam aufhalten, sollten mehrere Trupps es schaffen, versuchen wir unsere Kampfkraft zu bündeln und gemeinsam Stück für Stück vorzustoßen. Wir sollten auch über den Zeitplan nachdenken. Die namenlosen Tage sind jeder einzelne für sich genommen eine große Herausforderung. Doch ich denke, der Höhepunkt des Rituals wird wohl am letzten sein, da man Shihaya Sat auch den Sphärenspalter nennt. Als du den Namen aussprichst, spürst du, wie sich Blut in deinem Mund bildet. Es ist eisern und du merkst wohl auch, wie ein Backenzahn rausbricht. Sulamin spuckt voller Verachtung aus. Die Schlacht sollte also davor entschieden sein. Auf alle Fälle. Wir müssen vor dem fünften Tag fertig sein. Morgen ist das Fest der Lichter. Habt ein letztes Mal Spaß. Erholt euch, ruht euch aus, verbrennt eure Sünden und dann reiten wir zur Schlacht. Er klopft mit seinem Bierbecher auf den Tisch und zahlreiche Kapitäne stimmen ein, bis ein gewaltiges Scheppern im ganzen Raum zu erklingen ist.